Nancy Faeser ist doch immer wieder für einen erstaunlichen Sinneswandel gut. Selbst wenn dieser gegen ihre internationalsozialistische Ideologie steht, die sie mit allen Mitteln durchzupeitschen versucht. Wenn es aber um den Machterhalt geht, grüß Gott und herzlich willkommen bei Medias in Res zur politischen Meinung. Wenn es um den Machterhalt geht, kennen heutzutage die meisten Politiker, also zumindest auf der Berliner Ebene, weder Anstand noch Scham noch Würde. Da wirft man dann eben durchaus schon mal liebgewonnene Projekte zur brutalen Umgestaltung der Gesellschaft über den Haufen. Zuletzt konnte man das bei dem großartig medial abgefeierten Freiflug für 28 verurteilte Schwerverbrecher nach Afghanistan beobachten. Da dieses Zuckerle für die Wähler in Thüringen und Sachsen offenbar nicht genug war, hat wahrscheinlich Olaf Scholz ganz dezent unterschwellig offenbar sein Bollwerk für die unbegrenzte illegale Einreise zur weiteren Diversifizierung der deutschen Gesellschaft mit seiner Richtlinienkompetenz jetzt zum Jagen getragen. Man hört es und staunt. Nancy Faeser, sattelfeste Linksideologin und brutale Exekutorin grünlinker Migrationsträume gegen den erkennbaren Willen des Volkes, kam passend zum Wochenanfang und gerade noch rechtzeitig zu den in knapp 2 Wochen in Brandenburg stattfindenden Landtagswahlen mit einem Vorschlag um die Ecke, der staunen lässt. So wie das gemeine Wahlvolk in großen Teilen das eigentlich schon seit 2015 von der Politik fordert, also die rechtsstaatlichen Grundsätze zur Migrationspolitik durchzusetzen, soll es nun ab dem 16. September Grenzkontrollen geben, um der illegalen Migration endlich halbwegs etwas entgegenzusetzen. Lassen wir uns nichts vormachen. Schleuser und Grenzüberwinder werden auch weiterhin Mittel und Wege finden, um sich illegal Zutritt in die Bundesrepublik Deutschland zu verschaffen. Ja, und sei es durch ominöse Ausweispapiere aus dem Auswärtigen Amt, durch, sagen wir mal so, sehr empfängliche Botschafts- und Konsulatsmitarbeiter oder durch Kommunalpolitiker, die gerne wohlhabend werden würden. Die grüne Grenze in Deutschland steht bekanntermaßen auch immer noch sperrangelweit offen. War aber in der jüngeren Vergangenheit, so ab etwa 2015, überhaupt nicht mehr notwendig, sie zu benutzen, weil man ja ganz normal über die Straße kommen konnte. Aber eine Ansage mit Knalleffekt für die Wahl am 22. September war das durchaus. Aber auch das, Nancy Faeser, wäre nicht Nancy Faeser, hätte sie die Sollbruchstelle der künftigen Regelung nicht gleich vorsorglich mit eingebaut. Auf den Seiten der Tagesschau erfährt der aufmerksame Leser, dass, Zitat, das gesamte Bündel an stationären und mobilen grenzpolizeilichen Maßnahmen, einschließlich der Möglichkeit von Zurückweisung nach Maßgabe des europäischen und nationalen Rechts, Zitat Ende, enthalten soll. Und weiter im Text, Zitat, nach dem Migrationstreffen mit Unionsfraktion und Ländervertretern in der vergangenen Woche habe die Regierung ein, Zitat, Modell für europarechtskonforme und effektive Zurückweisung entwickelt, Zitat Ende, hieß es vom Ministerium. Nochmal Zitat Ende.
Also, das hört sich alles so ungemein gut und wohldurchdacht, so rechtsstaatlich und so seriös an. Es ist aber eben typisches wahltaktisches Kalkül, denn es zeichnet sich bereits Widerstand ab. Österreich hat bereits erklärt, es werde Zurückweisungen illegaler Migranten seitens Deutschlands nicht hinnehmen, denn man befürchte, dass es dann Zustände wie in der Vergangenheit geben werde, wo zurückgewiesene an der Einreise gehinderte Migranten in großen Zeltstädten die deutsche Grenze belagern werden. Aber keine Angst, das Vorhaben, das am 16. September starten soll, wird aller Voraussicht nach zumindest den Wahltermin erstmal überleben, bis dahin von den Medien als Befreiungsschlag der Ampelregierung und der Oppositionsparteien von der Union gefeiert werden, bis es dann an der Realität und an irgendwelchen rechtlichen Bedenken aus Brüssel zerschellen darf. Der Coup hat dann seine Schuldigkeit für die Selbstdarstellung getan und darf sang- und klanglos in den Schubladen der Wahltaktik verschwinden. Ich danke Ihnen, dass Sie auch heute dabei waren bei der politischen Meinung. Ich hoffe, es hat Ihnen zugesagt. Lassen Sie mir gerne ein Like und Ihre Meinung unten in den Kommentaren da. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal, schauen Sie auch in unsere anderen Angebote bitte rein, verteilen Sie gerne unsere Videos. Bis zum nächsten Mal bei Medias in Res. Servus.